Grüß euch, Leidl. Ich hoffe, ihr hört es mich. Vielleicht kriege ich da eine kleine Retourmeldung, weil das ist mein erster Testaufbau da. Ob das funktioniert? Ja, sehe zwar, dass ein paar online sein. Aber, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hört es mich. Oder seht es mich nur. Geht, okay, passt. Retourmeldung geht. Ja, was geht's? Ah, da oben. Sieht, wie das jetzt funktioniert. Wie gesagt, ich mache das jetzt das allererste Mal am Livestream. Haben wir aber ein Thema ausgesucht, das was eigentlich nicht zu den anderen Themen dazugehört. Vielleicht einmal in der Zukunft, dass wir die Themen öfters haben. Aber wir waren gestern auf die E-Mobility Play Days am Red Bull Ring. Da geht es um die ganzen Elektrofahrzeuge. Ganze Geschichten, sind wir ein bisschen spazieren gefahren. Und einmal zu der Grund, meine Grundeinstellung zu der ganzen Elektromobilität ist eigentlich so, da geht es überhaupt nicht um irgendwelche grünen Gedanken von mir oder irgendwas ähnliches, sondern ich sehe das Ganze einfach an der Technik. Also um was mir geht, ist einfach die Technik. Ob das da jetzt der Umwelt gut tut oder nicht gut tut, das ist mir einmal auf alle Fälle völlig egal. Also, wenn da irgendwelche kommen, ja, da Kinderarbeit und sowas, sage ich mal, das zählt für mich momentan überhaupt nicht. Es geht mir hauptsächlich darum, die Technik und vielleicht, wie kann ich mir irgendwas sparen oder irgendwas vielleicht, wo ich billiger fahre. Wobei ja die Anschaffungspreise für die Elektroauto Katastrophe sein eigentlich teilweise, wenn man sich das so anschaut. Aber jetzt, ich sehe es jetzt von der Seite von der Firma her, mit den ganzen Förderungen, Abschreibmöglichkeiten, ist vielleicht für mich auch interessant. Was neu ist bei den ganzen Elektrofahrzeugen, ich werde nie einfach dann so fahren, wie die meisten, die was sie Elektroauto kaufen. Und dann fahren sie, nennen sie immer den Lulu-Modus durch die Gegend fahren, weil sie ja sparen wollen und möglichst einmal schauen, dass ich weit komme mit den Elektroautos. Das ist mir scheißegal. Das wird genauso gefahren, wie ich mit meinem Ford Focus RS fahre. Das kriegt genauso die Presse. Und wenn ich dann halt nur 150 km komme, dann bin ich halt nur 150 km damit gefahren. Das ist mir scheißegal. Und der Strom zu der ganzen Geschichte, ja. Das versuche ich halt selber zu machen. Dafür haben wir ja jetzt in meiner Umgebung da, oder? Also wo ich zu Hause bin. Ich habe jetzt bei mir auch den Zaun, habe ich gesehen, einmal jetzt renoviert und habe gleich einmal eine Photovoltaik montiert. Durch das, dass mich ja das Ganze so interessiert, mache ich ja da zu 100% alles selbst. Oder sagen wir so, zu 99,9%. Und wie gesagt, wenn ich das Fahrzeug daheim stehe, dann würde ich das anstecken. Vielleicht wird es billiger. Ja, ich habe keine motorbezogene Versicherungssteuer, ich muss meinen Sprit nicht zahlen, aber wie gesagt, das ist mir scheißegal. Und wenn ich, gesagt, nach 150 km stehe, dann schaue ich halt, dass ich nach 150 km wieder daheim bin, dass ich daheim tanken kann oder gratis oder irgendwo anstecken. Also jeder, der was sagt, er kauft sich Elektroauto und dann dahinter, Hintergrund ist ausbaufähig, ja, ein cooler Hintergrund, gell? ja, es geht wie gesagt einfach darum, dass ich schnell von Punkt A zum Punkt B komme und nicht ums Sparen. Also das heißt, wenn man irgendwo so ein Elektroauto auftaucht und die kennt man jetzt gleich mit den grünen Nummertafeln und dann schleichen sie durch die Gegend, das ärgert mich nur. Weil wenn sie sich schon sowas kaufen, dann sollen sie auch Gas geben. So, gestern, wie gesagt, haben wir wieder ein bisschen was ausprobiert auf die E-Mobility Play Days, nennen sie es ja jetzt, für Krone ist das gewesen, hat es gesponsert diesmal, glaube ich, so wie ich das gesehen habe, wo wir ja voriges Jahr auch waren. Und ja, was war's? Wir sind hingekommen, Knoblauch haben wir ja schon gewusst, haben uns angemeldet. Und als erstes habe ich mir gleich einmal gedacht, nein, Mercedes steht nicht viel, gehst einmal dorthin, schaust einmal, ob es mit dem Mercedes sei, dann den IQ oder EQV und den EQC, also die C-Klasse als SUV, die was ich ja nicht mag, also das ist ja, wissen glaube ich eh die meisten, dass ich so SUV-Geschichte hasse, aber und dann den Vito, gibt es auch elektrisch. Wir haben mal gleich in den EQC eingesetzt
Wenn man das angeschaut, wie das funktioniert. Das Ding hat, glaube ich, 480 PS und 760 Newtonmeter. Wobei ja die ganze Elektrogeschichte sowieso besser geht als wie der, ja, ich sage mal, das ist wie ein Diesel. Drehmoment verunter und es geht schon. Habe mich im Mercedes eingesetzt und bin mit dem Mercedes gefahren. In Jaguar bin ich voriges Jahr gefahren, habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Und für mich war einfach der Vergleich, wie der Jaguar geht und wie der Mercedes geht, mal schauen, was ist der Unterschied. Weil ausstattungsmäßig, wie gesagt, Jaguar überausgestattet, Mercedes überausgestattet, Preis sowieso Katastrophe, weil wenn du das richtig ausstattest, bist du immer über 100.000 Euro. Ja, für mich völlig uninteressant. Mir ist es einfach gegangen, wie fährt das? Mercedes, sage ich mal, mit seiner, ja, sagen wir, das erste, merkst gleich, der hat so ein adaptives Gaspedal, so Geschichten, was anpasst ist. Es, wenn du reinsteigst, merkst du gleich mal das Drehmoment. Die Drehmomentspitze, die kommt kurz als Boost. Das war eigentlich den Stickel zu Remus-Kurven rauf, das ist das wilde Eck um Sachen da rauf am Berg. Kann man das schön probieren und einmal beschleunigt. Du merkst einmal eine Sekunde, papp, das zieht an, gell? Und dann vorbei. Also es ist die ganze Beschleunigung und sowas, das ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden, sondern das zieht einfach ja, ganz langsam auf. Also haben wir gedacht, Jaguar hat eigentlich von rund bis auf durchbeschleunigt. Da ist nur der erste Antritt, fühlt sich brutal an, ist aber dann miert. Oben in die Remus-Kurven rein, weil voriges Jahr habe ich den Jaguar dort ordentlich umgeprügelt, dass der Instruktor ins Schwitzen gekommen ist. Aber ich werde mir erklärt, der braucht sich nicht fürchten, das geht sich schon aus. Und mit dem Mercedes extrem, der schaukelt sich auf und ich habe immer gesagt, ein Mercedes vom Fahrwerk her, das ist so wie ein Schiff, also da wirst du seekrank, also das ist nicht meins. Und der auch, der knickt ein. Dann korrigierst du ein bisschen nach und dann macht er gleich so einen extremen Lastwechsel, wo er, ja, also kein, du bringst das Ding nicht über alle vier Radeln leicht zum Rutschen, dass du einfach umkommst. Der regelt so viel dagegen und merkst auch, dass die Leistung gleich weg ist, du bringst keinen Vortrieb mehr nicht zusammen, er regelt einfach komplett da. Dann hinten noch ist er so eine kleine Slalom-Geschichtel, haben sie da, dass man wirklich schauen kann, was macht er im Lastwechsel. Nicht kein interessantes Verhalten. Also mit Mercedes wieder zurück. Und unser nächstes Auto war dann eigentlich der Audi. Im Audi mit dem e-tron. Wo man sagen muss, das sind jetzt alles Auto Klasse irgendwo, viel, viel zu teuer. Und mir ist einfach nur gegangen, wie ist das Handling. Der Audi hat weniger Leistung, der hat aber auch so einen Boost-Modus und solche Geschichten. Könnt ihr auch auf der auf die Webseiten ja gut nachlesen, was so es gibt. Und ich muss sagen, was mich beim Audi fasziniert hat, du hast zwar gemerkt, dass er weniger Leistung hat, aber da ist ein Remus drauf, gleichmäßig beschleunigt, oben die Kurven, der da komplett wegsteckt, ohne irgendwas, auch mit dem Gas geben, das ist super umgegangen. Ausstattungsmäßig natürlich auch komplett überausgestattet, was der Audi noch gehabt hat, der hat die Rückspiegel mit den Kamerageschichten gehabt. Da hast du in den Türen drinnen links und rechts einen Monitor und das ist halt ungewohnt. Weil, wenn du in einem normalen Auto sitzt, schaust du in den Spiegel rein, mit Schädel zurück, Viere, veränderst du deinen Blickwinkel ein bisschen. Ja, beim Monitor kannst du den Schädel links, rechts, da wird sich nichts ändern. Das war nicht meins. Überhaupt, wenn du irgendwo vorbeifahren willst im ersten Moment, dann bin ich aber drauf gekommen, da gibt es so den Bird View und das Ganze. Also, das ist dann wieder super, weil da kannst du wirklich millimetergenau irgendwo zufahren und da zurückschirmen. Also, das haut schon super hin. Aber wie gesagt, die Preise, so wie sie es eh auch da schreibt, viel zu teuer für einen Normalbürger, wird sich ein Normalbürger nie leisten können. Oder, ja, sag ich mal, sehr, sehr viel arbeiten oder nur für das arbeiten gehen. Also, völlig übertrieben im Preis und uninteressant. Eigentlich so wie mit dem Jaguar. Wie gesagt, Jaguar habe ich voriges Jahr probiert. Ja, das geht gut, das beschleunigt gut, das tat Spaß machen beim Fahren. Wobei ich sagen muss, der Jaguar da wirklich ein gutes Fahrwerk. Durch die ganze Luftfederung, wenn man den runterlässt, der schaut auch recht sportlich aus.
Das war von den drei, wenn ich mir vielleicht irgendwann einmal überreden lassen darf, war der Jaguar eigentlich mein Favorit. Aber nur, wie gesagt, Jaguar full ausgestattet, so wie ich sagen, wir ihn haben würde wollen. Kostet so ein Ding, habe ich das letzte Mal gesehen, 118.000 Euro. Also uninteressant, wieder wie gesagt. Ja, und dann sind wir weiter marschiert. Eigentlich hätten wir fahren wollen dann als nächstes mit dem Nissan Leaf. Beim Leaf leider hätte ich dann E-Plus fahren wollen, weil mit normalen bin ich schon, hab ich schon öfters probiert. Aber E-Plus war leider nicht dort. Also sie haben kein E-Plus nicht gehabt. Das wäre vielleicht, ich sage mal, da reden wir irgendwo von 47.000 Euro für dein Auto. Als Firma, wenn man sich alles zurückholen kann mit den Förderungen, ja, das wäre einfacher so einmal, was ich sagen darf, okay, das kann mir mal ins Haus, wenn man mal anfängt mit sowas und die ganzen Parteien-Sachen. Auch ausstattungsmäßig ist der Leaf interessant, aber wie gesagt, das war kein E-Plus dort, weil der E-Plus ist das stärkere Modell mit der 60 Kilowattstunden Batterie. Wie gesagt, mir geht es ja dann nur darum, weil ich sage mal, wenn ich 40 Kilowattstunden Batterie drin haben, die stehen noch 150 Kilometer, stehen noch 150 Kilometer. Sollte ich ein E-Plus haben mit 60 und die fahre halt dann 200 Kilometer, ist mir das scheißegal. Ja, dann Station weiter, war dann recht interessant. Ich bin normalerweise, ja, sage ich mal so, Hyundai ist für mich immer, als wie das als Benziner und so gesehen hat. Ja, ist nie mein Marken noch gewesen. Habe ein paar Videos gesehen, da beim GP, wo der Biermann, was eigentlich der Deutsche ist, was jetzt bei Hyundai zuständig ist für die ganze Entwicklung da. Der ist ein cooler Typ, weil das, sage ich mal, der Typ hat mir eigentlich taugt, der hat mir Hyundai wieder interessant gemacht. Weil das ist einer, der was nicht sagt, oh, Diffusor und so, der sagt, okay, da fährt der Diffusor auf, ist halt so. Und das hat man nämlich dort taugt. Und dann haben wir gedacht, na, schaust du mal die Hyundai an. Als erstes haben wir sich mal den Ioniq angeschaut, das ist ein bisschen brustschwach, schaut nicht schlecht aus, Preis-Leistung, ja, ist ein bisschen zu teuer halt auch. Und ja, geht nicht schlecht, hat viel von der Ausstattung her nicht zuwider. Wie gesagt, und dann sind wir im Hause Hyundai eigentlich blieben und sind dann weitergegangen und haben sich mal den Kona angeschaut. Und sagen wir mal, der was so SUV-mäßig was will, ist ganz sicher momentan der Kona. Das Interessanteste von den Fahrzeugen, was SUV-mäßig was will. Meine Tendenz ist bei einem normalen Auto, das was wie ein Auto ausschaut, dem Leaf. Oder eben, wenn ich jetzt sage, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, sage ich mal, ist ganz sicher der Leaf interessant. Oder der was SUV-mäßig will, den Kona. Weil das Auto hat 203 PS, das beschleunigt super, das geht gut. Hat alles drinnen, was es nur gibt. Ich glaube, da gibt es nur als Aufpreis die Lederausstattung, aber die kostet 1500 Euro und hat gleich dann belüftete Sitze und und. Was bei jeder anderen deutschen Marke gleich zigtausende Euros Aufpreis sind. Also muss ich sagen, Hyundai hat das richtig gemacht. Wo mir von Hyundai zurückgekommen bin ich in Gespräch mit einem Hyundai-Mitarbeiter gekommen dort und dann haben wir den Nexo angeschaut. Der Nexo ist das Wasserstoffauto, das was es eigentlich bei uns schon zum Kaufen gibt in Österreich. Aber die ganze Geschichte ist ja so, dass ja, mit 5 Tankstellen in Österreich, schade, kann man nicht kaufen. Weil ich fahre nicht jetzt mal, wie ist denn das, dann fahren wir 200 Kilometer tanken, fahrt heim, dreht um und fahrt wieder tanken. Also auf der Art, oder man kommt eh weiter damit, aber trotzdem. Keine Tankstellen nicht da. Wobei ich sagen muss, warum Hyundai? Aber ja, Hyundai ist eigentlich eh schon von einem Wasserstoff mit den Brennstoffzellen und mit den ganzen, sind die glaube ich sehr weit voraus unseren Europäern, die was einfach nichts dabei da machen und nichts tun. Und ja, es gibt zum Beispiel, weiß ich, Fronius hat ein eigenes fixfertiges System, was mit deinem Photovoltaikstrom daheim, ob es effizient ist oder nicht, ist mir da genauso wurscht. Das gleich wieder, weil die Diskussionen, höre ich alle, nicht effizient, nicht effizient. Scheißegal, weil wenn ich da draußen meinen Zaun, was ich weggerissen habe, hätte mir jetzt Zaunviertel einen Haufen Geld gehabt, wenn es aus Aluminium und aus einem Edelstahl oder irgendwas gemacht hat. Das mit der Photovoltaik war jetzt sogar billiger der Meter,
Und wenn nur eine Stunde am Tag eine Sonne drauf scheint oder 2 Stunden im Jahr eine Sonne drauf scheint, hat es mir schon mehr gebracht als wir alles andere. Und genauso sehe ich das mit der Wasserstoffproduktion auch. Weil wenn ich da gratis einen Strom runterkriege, nur in der Zeit, wenn ich nur 1 Kilo am Tag mache von dem Wasserstoff, scheißegal, aber ich habe ihn selber gemacht. Also das ist mir völlig wurscht, ob das jetzt effizient ist oder nicht effizient ist. Natürlich, alle anderen schreiben halt, ja und nächstes. Ist eh klar, weil jeder will, dass du irgendwo zu der Tankstelle fährst und deinen Wasserstoff kaufst. Wenn man es dann daheim etwa hast, verdient mir keiner was. Und genauso ist es mit dem Strom. Also da ist so viel Blödsinn unterwegs und wo einfach, sag ich mal, einfach falsch denkt wird. Da überlegt, es ist schon klar, ich habe das einmal, glaube ich, in Video auch, was ich mit dem Zanker gemacht habe, im Brennraum damals, Busgespräch damals, es ist schon klar, dass da dahinter die Energieversorger und alle hängen, aber komplett ohne wird es sowieso noch lang dauern, weil die ganz großen Batteriespeicher oder die Systeme, was gibt, die hast du sowieso nicht, aber nur, wenn schon die Sonne kommt und die machen mal ein paar Kilo von deinem Wasserstoff oder irgend sowas selber, dann habe ich es selber gemacht. Und wie gesagt, Frohnes ist ja ein fix fertiges System. Und ich sage mal, wenn jetzt zum Beispiel Hyundai, die haben ja auch schon die Systeme, die Technik haben sie alles. Warum sagen sie nicht, okay, wenn du so ein Auto kaufst, dann kriegst du, weiß ich nicht, 5 kW-Station, die was halt am Tag 1 Kilo von deinem Wasserstoff macht oder irgend sowas, kannst du dazu kaufen, in einem vernünftigen Preis halt einfach. Ich glaube, dass das eigentlich viele machen werden. Muss ein bisschen so überlegen. Also, Wasserstoff ist ganz sicher für die größeren Autos, glaube ich, die Zukunft, weil ein LKW, wenn der fährt, Wasserstoff an Tank bringt er locker unter, die Reichweite ist viel höher als wie elektrisch und wenn er Langstrecken und sowas fahren willst, ja, Wasserstoff. Die meisten, die was ja bei uns eigentlich so nur, weiß ich nicht, ja, 40 Kilometer fahren, 50 Kilometer fahren, nicht viel, ja, kleines Elektroauto und bei vielen ist es so, dass es eigentlich in die Firmen auch schon Ladestationen gibt. Ein paar Firmen habe ich jetzt schon gesehen, die dürfen die Mitarbeiter sogar gratis tanken. Da sieht man gleich, was der Mitarbeiter wert ist, wenn das so ist, glaube ich, dann weiß man auch, okay, man ist ja eine Firma, die was Sachen, weil so viel wird das nicht auffallen, wenn der ansteckt und einmal in der Woche das anlohnt, wenn er seine 40 Kilometer fährt. Ah, jetzt muss ich da ein bisschen mal über die Chats lesen. Also, ja, grüß euch alle miteinander. Servus, hast Motto auch. Duke von Floridsdorf ist da. Also, eh schon ein paar von unsere vom Brennraum aus, habe ich jetzt hier da etliche. Ah, mein Nachbar ist auch online. Ah, die Nachbarin auch so, wie es ausschaut. Weil das sind ein paar, die, was ich mit Namen da so halbwegs kenne, ja. Ja, wie gesagt, grüß euch alle miteinander nochmal. Ja, und wenn wir den Wasserstoff selber produzieren könnten, ja, haben wir uns ja ein bisschen was gespart. Was ist dann weitergegangen? Ja, ich habe dann ein bisschen so durchgeschaut. Ein Golf kennen wir schon, da ist nichts Neues da. Oder? Der Golf ist auch ein Auto, ich sage mal, bei mir kommt es auch immer drauf, ich sage mal, Elektroauto soll ausschauen wie ein Auto. Und nicht einfach, ja, wenn ich mir so ein BMW i3, Gott sei Dank gibt es das Auto nicht mehr. Wenn man das schon gesehen hat, ist mir das Kotzen gekommen. Entschuldige, dass ich es so sagen muss, weil mein Heckoblock, wenn ich den umdrehe, schaut scheinbar aus, als ist ein Armaturenbrettl von dem Auto. Also du siehst aus 5 Kilometer Entfernung, dass ein Elektroauto ist. Wenn ich ein Elektroauto kaufe, dann soll das ausschauen wie ein Auto. Und da sage ich mal, hat Golf eigentlich super gelöst, weil der Golf schaut aus wie ein Golf. Ist zwar ein Golf, ist nicht mein Auto, das hat man noch nie so, aber der Golf schaut aus wie ein Golf. Was ich dort halt teilweise extrem finde, ist die ganzen Preise. Wo ich sage, Nissan Leaf hat zum Beispiel die Wärmepumpen fürs Heizen serienmäßig drin. Bei einem Golf, glaube ich, kostet es, weiß ich nicht, 5000 Euro. Wenn es nur 2000 kostet, ist schon zu viel. Aber nur das hat ein anderes Auto drin und wenn du das dann gleich konfigurierst und das kostet im Endeffekt dann um 10.000 Euro mehr, verstehe ich es schon wieder nicht. Das ist nicht meine Sachen. Ja, was noch wie ein Auto ausschaut, was seit heuer wenigstens wie ein Auto ausschaut, ist der Renault Zoe.
Es war früher auch immer mit den zugemachten, wobei ich sagen muss, der Neiche schaut von vorn wirklich schön aus, also scheiß Auto jetzt mit den LED-Scheinwerfern und mit den Einlässen unten in der Stoßstange drinnen. Von der Leistung ist es jetzt auch ein bisschen besser, aber Preis habe ich mir nicht angeschaut eigentlich, muss halt mal nachschauen. Ich sage mal, das schaut jetzt wenigstens wieder aus. Wer ganz was Kleines sucht, ist glaube ich jetzt am Start der VW und der Skoda. Und zwar der City Go und beim VW der Up und beim Seat gibt's dann, heißt dann auch Mi Sachen. Ist es immer das gleiche Auto auf der gleichen Basis, ist bei uns auf der Seite noch nicht zu konfigurieren, habe ich gesehen. Wir haben jetzt ein bisschen mal dumm geschaut, weil bei mir war jemand, der interessiert sich für sowas und ich tue ja auch Leute in die Richtung beraten und sage ihnen ein bisschen was da möglich ist, was überhaupt das Energiemanagement anbelangt. Dafür habt ihr schon gesehen, auf Facebook habe ich da die zweite Seite, wo es eigentlich geht um Photovoltaik, wo es geht um Wärmepumpen und sowas. Also ich sage einmal, da in den einen vor jetzt dem, was ich jetzt, was bei mir war, da hat sich ausgestellt, der verfahrt in der Woche, in der Monat 250 Euro an Benzin. Hat sich aber, hat jetzt in der Firma gefragt, kann dort gratis anstecken. Das heißt, die Firma stellt ihr die Ladestation zur Verfügung, kann anstecken und kann jede Woche oder jeden zweiten Tag oder wenn die Firma kommen, anstecken, das Auto aufladen. Also ist einmal die Ersparnis dort schon mal 250 Euro im Monat. Motorbezogene Versicherungssteuer fällt dort weg. Dann fällt weg bei der Motorbezogen Servicekosten. Elektroauto habe ich nicht viel. Ich habe jetzt irgendwo mal gelesen, da ist einer mit dem Elektroauto 300.000 Kilometer gefahren, bis die erste Sachen weg war, also die erste Mal die Bremsen völlig war. Ah, der Ziri ist auch online, der hat mir jetzt reingeschrieben, der Zoe, der Neiche hat 136 PS, 52 kW, Batterie und 38.000 Euro. Wird schon interessant. Für einen Privaten sind die Preise halt eine Katastrophe, wenn man es so nimmt, weil 38.000. Ich sage wieder, als Firma gesehen, nehme ich die Mehrwertsteuer weg, dann, wie gesagt, steuerlich abschreibbar, Förderung kriegst und. Interessant. Wenn man sich anschaut, ich hab da in Deutschland zum Beispiel, gibt es sehr viele, die was die Elektroautos einfach mieten. Da ist alles mit drinnen, die ganzen Reifen, alles drum und dran, zahlst im Monat deine Gebühr und fährst Elektroauto. Und wenn du sagst, du gibst es zurück, gibst es wieder zurück. Und gibt auch so Mietkaufvarianten und. Also man muss es einmal durchrechnen, ab wann wird es für jemanden interessant. Ich sage, da ist jetzt der Fall eben einfach gratis tanken in der Firma, 250 Euro musst du allein an Spritkosten da sparen, dann die Servicekosten im Jahr da sparen, die Reifen bleiben gleich. Also ich sage mal, wenn wir im Monat 300 Euro mehr überbleiben, im Endeffekt dann höchstwahrscheinlich, ich glaube, wenn du da öder das Auto hast, 300 Euro haben oder nicht haben, sind 600, sagt man normalerweise, oder? Also das ist auf alle Fälle eine interessante Geschichte. Wenn man sich dann eben, man muss arbeiten fahren, muss man. Und Auto ist, in dem Fall glaube ich jetzt 14 Jahre alt oder irgend sowas, also muss sowieso irgendwas Neues ins Haus. Und wenn man nicht mehr fährt, eben wieder 33 oder 40 Kilometer in eine Richtung und wieder heim, und das halt jeden Tag und vielleicht einmal oder zweimal irgendwo anders hin, 80 Kilometer, und das schafft auch der kleine Zwerg ohne Probleme. Und als zweites Auto geht sowas immer durch. Der Preis vom Up und vom CityGo haben wir geschaut, wenn man in Deutschland konfiguriert, das ist komischerweise, ausstattungsmäßig gibt es beim VW teilweise, zum Beispiel hat der CityGo serienmäßig 16 Zoll drauf, das gibt es beim Up zum Beispiel gar nicht. Also wird da schon wieder irgendwo mit dem Preis differenziert. Also ich sage mal, der CityGo höchstwahrscheinlich für Skoda als preisgünstige Fahrzeug ist oder mit der Ausstattung. Haben wir jetzt auch teilweise gesehen, wir haben einen konfiguriert,
in Deutschland, weil du kann man schon konfiguriert dein App, da sind wir auf 26.000 € gekommen und dann ein Citigo, kann man leider nur auf der tschechischen Seite momentan konfigurieren, kommen wir dann Kronen raus und wenn man die Kronen umrechnet, ist man auf, ich glaube, wir waren auf 19.000, also 7.000 war der Unterschied, was ich nicht verstehe. Also das ist momentan, bin schon gespannt, wann in Österreich dann konfigurieren geht. Ja, zum BMW noch zu dem Thema. Da gibt es ja jetzt hier nichts mehr, das war ja auch schon irgendwo viel zu teuer eigentlich. Hässlich dazu noch. Da kommt jetzt dann angeblich demnächst was wieder in der Klasse ist und was dann auch angeblich ausschaut wie ein normales Auto. Ja, was da noch nie war, irgendwo auf die ID.S, ja, ein Tesla habe ich mal gesehen, der ist irgendwo anders gestanden. Ich glaube mal auf einem Magna stand, habe ich mal einen Tesla Stein gesehen. Aber heuer, Tesla ist dort nie. Ja, Tesla 3, das Modell 3, das war vielleicht das Interessante an der ganzen Geschichte. Was mir bei Tesla einfach nicht zusagt, ist teilweise einer Politik was so. Und wenn man da schaut auf die deutschen Seiten, schaut einmal, Service funktioniert nicht ja, und irgendwelche Schäden hast, steht das Auto gleich einmal 2 Monate oder noch länger, wo wir so mitgekriegt haben. Und dann, da schaut euch vom The Next Move, das ist auch ein YouTube-Kanal, der Stefan dort, das schaut euch einmal an, der hat eh über die Tesla, den vermieten nämlich so Elektrofahrzeuge. Das müsst ihr euch einmal anschauen. Ich glaube, Tesla, ja, hat ganz sicher mal die Führungsrolle in der ganzen Geschichte, ist aber zur Zeit einfach, ja, Preis passt vielleicht da, aber da ist zu viel Arme drinnen, weil ich glaube, aus dem Tesla jeden Meter überwacht wirst, was genau machst und was du hinfährst und was du tust. Und ja, und dort könnte man auch vorstellen, dass da irgendwann einmal der Musk einen Knopf drückt und dann stehen die ganzen Tesla auf der Welt still. Keiner fährt mehr einen Meter. Also weiß ich nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen Schwarzseher, aber das ist meine Angst. Ja, so viel zu dem ganzen Thema. Ich schaue jetzt einmal, was da, ob noch irgendwelche Sachen waren, ob es jemand mit mir ein bisschen diskutieren will. Oh, ist eigentlich nichts, ist nur, ja, die Preise sind doch Witz. Ja, die Preise sind leider Witz, das habe ich eh gesagt. Das ist halt zur Zeit noch ein Wahnsinn, wo wir da sein. Und ja, Jörg, genauso ist. Die Preise sind viel, viel, viel zu hoch noch für die Autos. Und ja, ich bin da, ich suche da immer irgendwo eine Lösung, dass das billiger wird, interessanter wird, dass es auch der Normalbürger leisten kann. Weil Politik war halt, war jeder irgendwo ein Kreuzel machen, das Ganze. Und ich fürchte halt, dass uns in nächster Zeit, dass der CO2-Steuer kommt, die wird uns alle treffen. Ja, so ist es gekommen, aber im Endeffekt, ja, wen trifft es am härtesten? Einen klaren, hundertprozentig, weil das ist ja wurscht. Die, was bei uns da draußen wohnen und pendeln müssen und sowas, die zahlen halt höchstwahrscheinlich wieder drauf, so wird es halt sein, weil es irgendwo immer bei den Autos anfangen, obwohl es ganz sicher irgendwo mehr einsparen könnten. Aber der Autofahrer ist halt das Einfachste, denn was man, oder Motorradfahrer, sowieso alle seid's. Also in dem Sinn, wenn es mir wirklich keine Fragen habt, oder schreibt es einfach dann drunter unter das Video. Und wenn euch das taugt hat, vielleicht bringe ich euch noch, wie gesagt, die Motorradgeschichte auf unserem Kanal, das wird genauso weitermachen, wie das jetzt war. Wenn der Marcel wieder Zeit hat, schneidet er wieder ein Video zusammen. Es sind ein paar, weil immer fragen, welche, wie weit das sein. Ja, es sind ein paar Videos, die was in der Schleifen sein. Und ja, das nächste Mal, ich will mal schauen, wenn es euch interessiert mehr, dann stelle ich mehr Themen so zusammen, was eben um die ganze Energiegeschichte geht, Elektro und Wasserstoff von mir aus, in die Richtung. Vielleicht kriegen wir auch irgendwo was zusammen, dass man, ja, ich möchte euch auch, ich versuche ja auch meistens irgendwo mit so einem Fahrzeug zu fahren und ein bisschen die Eindrücke zusammen. Vielleicht machen wir auch in die Richtung ein bisschen mehr Videos, wenn es euch interessiert. Aber ich habe mein zweites Hobby ist das, weil das erste Hobby habe ich zu meinem Beruf gemacht, das waren einfach die Motorradl. Aber was mich immer interessiert hat, auch das Auto und Sachen. Und jetzt durch die ganze Technik und wir haben einen Umbruch jetzt einmal, ganz sicher, weil, aber nur ist der falsche Schritt momentan, dass man eben so viel Elektro forciert. Ich glaube, es ist einfach viel mehr
Wasserstoff jetzt schon gemacht gehört und das Elektro für die kleinen Fahrzeuge irgendwo passt, weil ein Motorrad mit Elektro werden sind nicht interessant. So, jetzt schauen wir mal, was da noch war. Ja, Käfer mit E-Antrieb, das war's, ja. Ja, Wasserstoff, wie gesagt, ja, das haben wir ja wie gesagt. Hyundai ist ganz sicher die Zukunft, was Wasserstoff betrifft. Da, und Toyota natürlich auch, wobei Hyundai, glaube ich, da viel, viel mehr entwickelt und der Gedanken macht. Wenn es euch einmal anschaut, Hyundai hat zum Beispiel zwei so Nexo-Einheiten mit dem Wasserstoff in ein Gehäuse eingebaut, weil das ist ja Thema Motor E, da sind wir schon. Motor E abbrennt da unten, weil sie irgendwelche Leistungen überlastet haben. Und andere Geschichten, keine einzige Rennstrecken ist gerüstet für Elektrofahrzeug zum Laden, stehen überall die großen Dieselaggregate und und. Hyundai hat ein System, das sind eigentlich so wie zwei Nexo-Auto in einem großen Kasten drinnen und macht aus Wasserstoff Strom zum Laden. Da gehst hin, steckst an und so. Normalerweise muss er das schon auf jeder Rennstrecke, wo Elektroveranstaltung ist, stehen. Genauso die ganze Moto E-Geschichte. Warum haben die nicht dort, weiß ich nicht, fünf solche Einheiten oder 10 stehen? Dann können sie eine ganzen Elektrofahrzeuge mit dem Wasserstoff laden, was es dort gibt. Es gibt's, nur interessiert es keinen oder mir kommt es teilweise so vor, wie sie die Techniker, was dort sind, einfach für das gar nicht interessieren. Denen ist, weiß ich nicht. Ja, reg mich schon wieder unnötig auf. Ja, ist so. Wasserstoff, ja. Toyota kommt dann jetzt die nächste Generation, wo sie was mit deinem Mira oder wie das Ding heißt. Ich glaube, Mira heißt es. Kommt jetzt dann die nächste Generation. Ja, der Zierisch wird momentan, glaube ich, auf dem Zoe. Er wird umsteigen. Ja, wie gesagt, ich zeige euch jetzt dann, was ich in meiner Freizeit oder im Hobby nebenbei so gemacht habe an Photovoltaikanlagen, Wärmepumpengeschichten. Zeige euch auch mal, was eigentlich mein Nebenbei-Hobby immer so ist. Wo es einfach darum geht, wo man auch gesagt hat, das funktioniert so nicht, jetzt haben wir es halt gebaut und jetzt funktioniert es, hoppala. Ja, was haben wir da noch? Biosprit, ja, es gibt ja vom Biosprit, da sind sie auch schon weit, Sachen, aber nur, momentan, so, ich habe vorher gesagt am Anfang, mir geht es darum, was kann ich selber machen. Den Biosprit, den muss ich auch wieder kaufen und da fällt ja auch wieder was ein, dass das teurer wird, weil sie mehr verdienen wollen und das Ganze. Und an die Richtung wird das gehen. Es gibt ja zum Beispiel schon eine Flüssigkeit, ich weiß nicht, wie das heißt, die kann ich mit Wasserstoff aufladen. Ich entziehe der Flüssigkeit den Wasserstoff wieder und dann gehe ich wieder her und schicke die Flüssigkeit zurück und der wird wieder mit Wasserstoff aufgeladen. Das muss ich euch anschauen, gibt es auch schon irgendwo. Wie gesagt, mich interessiert ja das nebenbei und das habe ich jetzt wieder irgendwo gesehen und es gibt so viele Möglichkeiten schon und ich glaube, dass die im Hintergrund schon sehr, sehr stark in die Richtung entwickelt wird, wo wir einfach gar nichts mitkriegen, wo irgendwelche Patente vielleicht schon sein oder sich jetzt einfach die Patente gesichert werden, damit es nicht irgendwo einer nachbauen kann und dann wird wieder irgendwo einer allein Sachen. Ja, Biosprit, weil da Sachen als. Zum Beispiel haben wir probiert, die Bio vor ein paar Jahren jetzt her. Bioethanol, wie er aufgekommen ist oder wie es immer mehr geworden ist, was Sache ist, sind wir teilweise schon auf der Rennstrecke mit einem Gemisch gefahren, 50-50, also E50, wenn man es so nimmt, das Ganze, weil das Problem ist, wenn ich mit Bioethanol fahre, dass ich eben so viel mehr Tankvolumen brauche und du kannst kein mit einem Tank voll Bioethanol mit der Menge, was ich brauche, geht es sich einfach nicht aus. Es ist das Tankvolumen zu klein, dass ihr ein ganzes Rennen fahren könnt. Wenn es richtig abgestimmt ist und Sachen ist, funktioniert alles einwandfrei. Das Problem ist meistens bei der ganzen Bioethanol-Geschichte, dass viele nicht wissen, wie sie das anstimmen müssen. Überhaupt, wenn das so E50, so 50-50 Anteil ist, dann funktioniert das nicht. Und ja, wenn man die Lampe so ein bisschen umstellen muss, dass das andere Werte misst und dass das passt, ist auch klar. Ja,
Der Landal Stromer sagt das auch, das habe ich auch immer gesagt, weil das war genauso, weil er gerade schreibt wegen dem Wasserstoff und E-Batterie höchstwahrscheinlich, so das betrifft. Ja, die Batterie ist eigentlich genauso, wie sonst damals die Glühbirnen verboten haben. Dann hat es geheißen, wir mussten alle die Sporlampen montieren und dann ist man nachher mit den LEDs auf einmal dahergekommen innerhalb kürzester Zeit. Warum hat man das nicht anwarten können? Weil es so umweltfreundlich sind die ganzen Sporlampen auch nicht gewesen. Und das ist da genau das Gleiche, so sehe ich das. Wobei, wo ich halt meine, dass die kleinen Autos bleiben werden mit die Batterien. Aber wo ich halt nur auf einen Kilometer macht. Alles, was Langstrecken geht, ja, vielleicht, wenn wir dann wirklich noch mehr Leistung haben wollen, weil die meisten Autos sind jetzt auch irgendwo, haben so einen Speedlimiter drin oder irgendwelche Geschichten, da kannst du halt nicht schneller fahren. Da geht es halt hauptsächlich um Reichweite, ja, Motoren, das nicht überhitzen, Batterien, was nicht überhitzen. Aber ich sehe das ja so bei den ganzen Motorflieger sind eigentlich schon lange mit sowas auch beschäftigen, weil Lipo-Batterien gibt es in den Motorflieger schon lange. Sind auch genug schon abbrennt daheim, aber ich glaube, mittlerweile haben sehr viele schon gelernt, mit denen umzugehen, dass halt überleben oder nichts abbrennt, irgendwo beim Laden und so. Und genau das Gleiche ist da auch. Man muss immer annehmen, ja, die User, die was sie mit sowas überhaupt nicht auskennen. Ich glaube, die, was sie mit der Technik beschäftigen, auch, und sowas, die bringen das schon zusammen, dass ja nicht irgendwo am Blödsinn machen, dass sie so hatzen oder irgend sowas. Ja, Alkohol in der Brennstoffzelle gibt es genug. Es gibt verschiedenste Versionen. Aber nur, ich sag, wenn ich meinen Wasserstoff daheim machen kann und produzieren kann, dann sind mir die anderen Technologien, was es alle da gibt, oder wie man Wasserstoff gewinnen kann und wo Sachen. Egal, aber ich glaube, dass man einfach jetzt einmal hinhält, weil die Industrie, man hört ja immer, die genug irgendwo Wasserstoff aufholt und solche Sachen, dass man das dann, dass die so weit sein, dass die am Wasserstoff wieder liefern können und dass ja nicht jeder daheim selber das Geschichtel macht. Es müssen halt immer sehr viele dran verdienen rundherum. Und das ist die ganze. So, jetzt waren wir, glaube ich, lang genug online. Weiß gar nicht, wie lange wir jetzt da. Sehe ich das Abo? Wie lange sie online war? Nein, das sehe ich da gar nicht. Das ist auch cool. Oh ja. Was? Jetzt habe ich wirklich über eine halbe Stunde gequatscht. Das kann es ja nicht sein. Wirklich wahr. Ja! Dann. Super, dass es euch taugt hat. Wie gesagt, wir machen wieder irgendwas irgendwann einmal, vielleicht, wenn Sie mehr interessieren, schreibt mir das da drunter. Durch das ist mich eh mit so viel beschäftigt und an die Richtung auch. Vielleicht kann ich da euch ein bisschen mehr was sagen. Ich habe da kein Problem, dass ich irgendwo ein paar Leute anrufe und sage, okay, gebt mir das, zeigt mir das um Sachen. Und ich hoffe, dass wir das auch ein bisschen aufziehen können. Eben nebenbei zu einer Motorradgeschichte. Und in deinem Sinn wünsche ich euch allen eine gute Nacht und pfiat euch.